Oh, Cyborax, du bist der Erste. Guten Morgen. Jiji. Ukelu. Gingi. Bereitest du denn ja Pause vor? Ja. Ich hab gerade das Video von gestern fertig. Zum Glück bin ich immer noch wach. Ja, same. Ich hab 3 Stunden gepennt, Alter. Ich bin einfach gefickt. Gummo! Erstmal ein Schluck feinstes Wasser Römerwald zum Frühstück. Reicht doch 3 Stunden. Boah, ne. Also mittlerweile komme ich mit dem Schlafrhythmus gut klar. Aber wäre cool, mal wieder durchschlafen zu können, so. 6, 7, 8 Stunden. Gummo. Wundert mich, dass überhaupt irgendwelche Leute wach sind, Alter. Guck mal am Tacho, wir haben Sonntag. Beste Idee. Ha, denk mir gerade noch so, boah, Absturz, was machen, zack, hört das live. Ich küsse doch dein Herz, Bruder, nur für euch, Alter. Für jeden Frühaufsteher oder für jeden, der die Nacht einfach durchgemacht hat, weil er nicht pennen kann? Der kann, ich schlaf immer schlecht. Warte, nee, nicht schlecht, aber nicht viel. In der Nacht immer so 3 Stunden und dann mache ich nochmal Mittagsschlaf wie so ein ganz alter Mann. Also warum nicht ein bisschen online gehen? Für 2, 3 Stunden oder so. Bisschen quatschen. Ich glaube, treffen wir, werden wir keinen. Sind gerade nicht viele auf dem Server. Ich habe gerade einen getroffen. Der hat irgendeinem Dings eine Sanchez abgezogen, Alter. Farmpommes, ja, bisschen Fische Hotdogs oder so, ne? Was sollen wir sonst machen? Ah. Geh ruhig, Epic voll. Mit VOD muss man sich eh nicht reinziehen, das ist eh komplett gemutet. Mittagsschlaf beste, das stimmt schon. In der Stunde geht's los im Auswärtsspiel, eklige Uhrzeit für den Sonntag. Was machst du, nix? Hallo Tula Jackson. Was geht ab, euer Hillestar? Wie ist bisher dein erster Eindruck vom Server bzw. RP? Und das Ding ist, der Server ist neu, ne? Und ganz viele Leute haben 5M gar nicht auf dem Schirm. Vor allem nicht die, die auf Rage MP und Alt-V und so unterwegs sind. Aber erster Eindruck ist halt, es ist halt eine Beta. So. Die Features werden nacheinander alle freigeschaltet und das ermöglicht dann auch wiederum anderes RP. Und bisher sind wir ja eigentlich nur unter uns. Also so Giphy, Memo, Nate. Großartig, das ist einfach aufbauen, komplett, aber nicht so, dass du auf einem Server joinst, wo schon alle drauf sind, so wo du direkt anfangen kannst, sondern kompletter Aufbau. Aber ich habe nichts dagegen. Weiß nicht. Es ist natürlich klar mit Waitlist. Und auch SAP 18. Kreisliga halt, machst du nix. Hallo Balu. Hallo Papiermacher. Gucken wieder, habe ich gestern schon gesagt, wie der Server sich entwickelt.
kommen ja jeden Tag neue Leute auf den Discord. Gibt ja auch schon ein oder zwei Gruppen jetzt, die hier mittlerweile rumrennen. Aber viele sehen das halt so an, so, ja, da sind gerade 50 Leute erst drauf oder 60. Ich warte noch ein bisschen, bis sich das, ne, bis die Spielerzahl sich steigert und dann gehe ich erst drauf. Wir gucken einfach, dass wir da beim Aufbauen helfen. Vielleicht wird's was und vielleicht nicht. Und selbst wenn nichts wird, wir haben trotzdem Spaß. Gestern war super lustig. Daran sieht man mal so, man braucht keinen, also für mich, ne, ich für mich persönlich. Ich brauche keinen 500, 600 Mann Server. Ich habe auch so Spaß. Legend Memo, Alter. Das ist schon wieder so ganz eigene Kategorie. Hallo, Amutigris. Seit 1,5 Jahren auf einem Server unterwegs. Bin ich auch der Fan von immer nur auf einem Server zu spielen. Ich hab, und ich mag es auch auf Unity zu spielen, ich weiß nur bei Unity nicht mehr, was ich machen soll. Also das ist schon so eine kleine, wie so eine kleine Verzweiflung. So der Curtis ist, also Curtis Character, da ist komplett durchgespielt. Also, Bruder, wir haben 500 Millionen da auf dem Konto quasi mit dem Unternehmen gemacht. Was soll ich mit dem noch machen? Das ergibt alles gar keinen Sinn mehr. Selbst wenn ich mit dem spielen würde, selbst mit alter Stimme und irgendwie auf Gangster macht, das ergibt keinen Sinn mehr. Und Peanut ist halt eher so, liegt natürlich auch an mir. Aber wenn ich mit Peanut unterwegs war, habe ich quasi nur in meinen Augen RP von Twinkie bekommen und vom Pinsel und so. Und alle anderen waren eher so, hat sich angefühlt wie 3D Teamspeak, wisst ihr, was ich meine? War so nicht lustig, Alter. War nur lustig, wenn wir irgendwie Furzgeräusche gemacht haben. Oder untereinander in unserer Bubble erpäht haben, wie jetzt auch. Ist halt schade. Deshalb ein bisschen Distanz und gucken, vielleicht ändert sich was und dann vielleicht irgendwann mal mit neuen Charakter dahin. Bisschen Dexus auf den Sack gehen oder so. Und steht ja alles offen. Guck mal, mit Memo's Next Level Chat. Alter, Memo ist so verplant, Mann. Aber ich liebe den. Aber war richtig, dass das Server nur Crime und Polizei bedient, oder? Nein. Hier gibt's auch Zivilisten schon. Haben wir da schon 2 Stück getroffen? Und gestern den einen. Nee. Hier gibt's nicht nur Gangs und Cops. Sind halt noch viele Unternehmen hier offen, wie Autohändler und so, wo man bespielen könnte. Aber man muss halt die Geduld haben und quasi von Anfang an dabei sein und das Projekt irgendwie versuchen mit aufzubauen. Ja, Dex ist auf den Sack gegen gute Idee, haha. Obwohl ich da auch komisch, ne, eine komische Meinung habe, selbst, weiß ich nicht, Unity zu den Cops gehen, dieses ganze Funkfeuer und so, ich glaube, das fickt übel meinen Kopf. Und Silent Joe, danke schön für den Resub im 10. Monat. Du hast deinen coolen Real-Life-Namen. Wie heiße ich denn, Brudi? Was hältst du von Mafia-EP, Familien-EP? Finde ich richtig gut. Das Problem ist nur, dass wenn du eine Mafia spielst, also so habe ich das kennengelernt. Du spielst eine Mafia und andere Crime-Organisationen, so Gangs oder so, die sehen dich gar nicht als Mafia an und die scheißen da drauf. Ne, wenn man, ich sag mal, also wenn ich darüber nachdenke, müsste das eigentlich so sein, dass eine Straßengang nicht zu einer Mafia auf das Gelände fährt und die umscheppert, so. Wie wir das gemacht haben am Anfang bei Unity mit diesen, keine Ahnung mehr, wie die hießen. Die haben einfach nicht diesen, wir müssten rein theoretisch so diesen Vorrespekt schon haben, dass man so weit wie jetzt, wie wir auf Nifty machen, die Cops kommen und wir rennen weg. Wir haben Angst vor denen so. Wir haben keinen Bock, verhaftet zu werden, bla bla bla. So was müsstest du auch haben im RP von der Mafia. Hat aber keiner, warum. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deshalb ist es dann umso schwieriger, irgendwie Mafia-RP zu machen. Weil du stehst dann da mit dickem Anzug, Alter, bist der, ist der dicke Boss von was weiß ich, Alter. Und dann kommt da so ein Vollidiot wie Goofy oder so und der klatscht dir einfach einer. Hallo Elbot. Hallo Max. Oh, guten Morgen, Zolti. Heute haben trotzdem Stream? Ja, klar. Ich hab dich nur angemacht jetzt, weil ich sowieso nichts zu tun hatte.
mal überlegt, alleine auf den Server zu gehen, ohne die Gänge, sag ich mal, um einfach mal was Neues auszuprobieren. Ja, aber dann würde ich das Gleiche machen. Und zum Teil haben wir das ja auf Unity gemacht, ne? Wen haben wir alles? Guck mal, wir haben den Ace auf Unity kennengelernt. Den Aiden, Scully. Mehr als die Hälfte der Leute haben wir da kennengelernt. War auch irgendwo neu, aber irgendwo nicht. Und um alleine als Charakter bestehen zu können, mit dem RP, was ich mache, brauchst du halt richtige Knallköpfe. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. So früh live hier. Ja, na klar, gute Erklärung, verständlich für alle, denke ich, ja. Ich habe bis jetzt nur Mafia P gesehen, wenn der Typ, der die Mafia aufgebaut hat, irgendwie Projektleiter war oder so. Dass der sich einen gewissen Schutz oder beziehungsweise einen gewissen Schutz ausstrahlen kann, dass die Gangs dem nicht so krass auf den Sack gehen. Weil die Angst haben, gebannt zu werden, Alter. Wer ist eigentlich auf dem Server? Nee, der ist auf The Bowie. Nee, gar nicht. Was ist denn der? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der ist. Mein letzter Stand war, dass der auf The Bowie war. Aber da wurde der gebannt, glaube ich. Weil ist Top-RPler. Weißt du, was ich meine, Serkan? Gibt es auch Freizeitaktivitäten auf dem Server schon? Bruder, keine Ahnung, Alter. Weiß es nicht. Ich hab kein, weiß, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch nicht rumgerannt und hab geguckt, ob ich irgendwie Jetskis kaufen kann oder so ein Quack. Oder ob die Dings oben funktioniert hier, diese Seilbahn Mount Chiliad oder so. Die habe ich nur in eine Hood abgehangen. Oder halt im Untergrund agieren und dann einfach irgendwann da stehen mit 14 Mann. Das habe ich einmal in meinem ganzen Leben nur gesehen, Hillister, und das war auf GTA Live und das war der Domov. Der quasi komplett im Untergrund was aufgebaut hat und plötzlich da war mit seiner kompletten Mafia. Du hast nämlich das Problem mit den Streams, ne? Na klar, kannst nicht immer den Finger auf andere zeigen und sagen, ja, die machen Meter und so. Aber man kennt halt das Stadtparkgeflüster. Ist schwer, ist sehr schwer. Also ich stell's mir richtig schwer vor, so Mafia-RP. Ich wundere, dass Reader gekennzeichnet ist. Ja, das ist ja die Farm, ne? Ich weiß aber nicht, ob die einen Sinn hat. Weil es gibt hier diesen Job. Hier? Bin ich? Oder wo bin ich, Alter? Bin ich los? Was ist los da? Da, wo wir gestern Abend waren. Und da kannst du ja Joints kaufen, weil hier in Los Santos sind Joints legal. Also du darfst 5 Joints dabei haben für Eigenbedarf. Und dann kannst du Seeds kaufen, die werden quasi in dem Shop unter der Hand verkauft. Und damit kannst du eigene Cannabispflanzen anpflanzen. Ich glaube, das Feature ist aber noch nicht freigeschaltet. Lang lebe der Eigenbedarf. Hallo Blitzlag. Ja, und gestern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Ghost. Gestern Abend noch da warst. Der Güffi hat gestern 11 Joints gekauft. Dann waren wir auf dem Weg nach Hause mit dem Emperor. Und auf dem Weg nach Hause ist uns der Tank leer gegangen. Und hinter uns war eine Kopfstreife. Der Beatty. Das war, Junge, Alter. Ich glaube halt dran. Ich glaube an das Projekt. Ich kann mich irren. Wir werden sehen. Aber ich glaube dran. Wenn hier 120 Leute drauf sind, genügend Cops da sind, irgendwelche Unternehmer, die irgendwelche Autohäuser und so bespielen, Zivilisten, Medics und so, ein paar Knallköpfe wie wir, das kann schon richtig lustig werden. Hast du schon geschlafen? 3 Stunden muss heute. Hallo, MS. Wir gehen jetzt arbeiten. Besser als nichts, ja. Ich mache immer Mittagsschlaf. Dann bin ich ziemlich erholt, wenn ich aufstehe. Natürlich ist das schwer, sowas unter Verschluss zu halten. Aber mit den richtigen Leuten könnte das klappen. Mit Streamstamp-Meter und sowas ist halt echt schwer. Das ist teilweise echt schlimm, was auf manchen Servern abgeht, aber kannst nichts machen. Leider gibt es immer ein Schwarzschaf, ja.
Es gibt immer Leute, die denken, die sind intelligent und machen Meta, dass das nicht auffällt. Aber wenn du lange RP spielst, klar, du bist kein Wahrsager oder so, aber wenn du das wirklich lange spielst, dann merkst du, wenn sich was komisch anfühlt, weißt du? Du hast irgendwo so eine Information weitergegeben an jemanden und auf einmal, weiß ich nicht, wissen das auf einmal Leute. So, du merkst das dann. Weil die sich dann nicht weil die das aussprechen im RP, so von wegen, oh, du hast das und das gemacht, sondern weil die sich dann auf einmal anders verhalten. Geht denn hier ab, Alter? Ist der Da Vinci irgendwo in der Nähe oder was? Ja, okay. Na, weg. Kommst du auch zum Reload-Sektor? Mit der neuen Map? Nee, ich denke nicht. Der war kalt, sei doch Gentleman. Ich bin halt gar nicht gewhitelistet auf Sektor, ne? Ich hab da auch noch nie gespielt. Ich werde mir das aber, wenn es Data streamen sollte, werde ich mir das da angucken. Oder mal gucken, wer das streamt. Aber im Prinzip ist das ja eh nur eine neue Map. Die ich mir auch schon angeguckt habe bei YBN halt. Hab gestern niemanden getroffen außer euch und Cops, obwohl Server gut besucht war, alle im Auto fahren gewesen. Halt schwer am Anfang, Salty. Sag, wie das? Musst du irgendwie, weiß ich nicht. Musst du dich vielleicht irgendwo anschließen, musst du Ärztin werden. Oder wie ist die Frau, die hier Autos verkauft? Was ich jetzt schade finde, ist, dass es nicht mehr wirklich Langzeit-RP gibt. Gibt's bestimmt. Aber vielleicht nicht unter den Streamern oder bei den Streamern im Stream. Wenn dann nur bei den Cops putze. Ach ja, stimmt, hast du erzählt. Oh. Ja, was geht ab? Ja, dann geh zum Shop und kauf dir was. Bei PDM, diesen Maulos. Ich geh ein paar Hotdogs verkaufen. Es gibt jetzt so eine komische Autovermietung im Krankenhaus. Am Krankenhaus, ja. Genau davor. Weiß ich doch nicht. Sieht aus wie der Papst. Dein Schnauze. Sehr unangenehmes Gespräch. Du rufst mich an und sagst, dass du Hunger und Durst hast. Was soll ich machen? Hm? Ja, aber die sagen komische Sachen. Die reden irgendwas von Ballers und so. Und Purple Gang. Ich glaube, dass die dem freundlich gesinnt sind. So wie die quatschen. Dann kommen noch gleich zu diesem Park hier. Oder verpiss dich wieder in den Booth. Ja, hier mitten in der Stadt. Nie. Ich stehe da irgendwo da mit meinem Motor-Ding. Bis gleich. Der mir im Sack, Alter, morgens schon. Was streamst du in die Uhrzeit? What the fuck? Ja. Hallo, Votes. Man könnte das kann reingucken. Sind alle richtigen Spieler, die wir gerade sehen? Das sind die NPCs. Chico, gib mir erstmal einen Krankenwagen. Boah, ich bin schon Level 3. Go. Ja, jetzt ist es dunkel, jetzt sind nicht viele Kunden unterwegs, ne? Vielleicht wird gleich besser. Ich bin Hotdog-Meister, ich schwöre. Immer noch Bock auf den Lama, sehen, ob ich über Speedy Connections bekomme. Ist halt echt schwer.
Wenn du dabei bist, wenn ein Server aufgebaut wird, ist das schwer. Aber warum nicht versuchen? Oder? Oder? Ich laufe jetzt einfach über Rot, Alter. Aber wird schon. Einfach bei der PL sagen, jo, ich habe beladen. Die haben ja Sachen ausgeschrieben, ne? Ich finde das halt so nice, Alter, solche Features. Verstehe nicht, warum mit. Wahrscheinlich auf Homestead oder so gibt's sowas. So mit so einem verkackten Minigame, Alter. Nicht einfach da stehen und irgendwas herstellen. Oh, ich mache jetzt sogar zwei Hotdogs. Vielleicht nur 5M möglich? Ach, Quatsch. Nee, kannst du überall. Staatliche Unterstützung, Salty. Oder? Ja, mach das doch erstmal mit dem PD. Ich meine, wir haben eh nichts. Keiner wird so, fuck. Nichts zu verlieren. Ich habe ja schon mal auf der ersten Version von Nifty damals gespielt. Und da waren nur 32 Slots, glaube ich, damals, so 50 oder so. Da hattest du dann aber nach einer Zeit diese festen Charakter, weißt du? Die wirklich jeden Tag auch gespielt haben und so und immer da waren. Und gewisse Sachen bespielt haben. Das hat sich dann auch schon wiederum ganz anders angefühlt. Weil du hattest 3, 4, 5 Leute im Dings. Bei den Medics, dann hattest du Corps, dann hattest du welche beim Lost MC. Fuck. Dann hattest du gar nicht mal so viele Gangs. Ich glaube Lil B und so. Vielleicht so 10, 15. Wieder verkackt. Matschiger Hotdog. Gibt es performancemäßig keine Props? Nee. So, je mehr Spieler hier auf dem Server joinen, 120 Slots, umso weniger NPCs werden noch angezeigt. Aber die Stadt sieht halt immer nur belebt aus. So, das ist halt sexy. Okay, gibt es da sogar Leute im Chat, die sagen, sind das alles Spieler oder sind das NPCs, die da rumlaufen? So, wenn du nicht wüsstest, würdest du gar nicht drauf kommen, dass das einfach NPCs sind. Die Oma ist nicht da, der Kühlschrank ist auf dem Griff zu, let's go. Ich brauche aber Sinn, mein Chassis, ziemlich dumm, dämlich, die wird das wohl kaum hinkriegen alleine. Der Server bleibt, glaube ich, auf 120 wegen den NPCs nicht. Mittlerweile kannst du 5M, wo bist du 1000 Spieler oder so. Vor allem die NPC-Dialoge, ne? Ich bin vorhin so einem Dings, als ich eingeloggt habe. So einem dickeren Charakter entgegengelaufen, der ist am Handy gegangen und meinte, yo, ich bin im Fitnessstudio, ich schwöre. Und die NPCs kannst du halt auch in dein, was wir die letzten 2 Tage gemacht haben, integrierst halt einfach in dein RP. Die wurden schon beschossen von NPCs, alles, Alter. Bleibt 120. Du kannst ja nicht weiter erhöhen. Ich glaube, 120 ist die Grenze bei 5M mit NPCs zusammen. Alles darüber musst du die NPCs deaktivieren. Tagsam!
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das da hinten der Aiden ist oder ob da ein NPC ist, aber das sieht aus wie ein Spieler. Naja, der hat Custom-Klamotten an. Guck, wie cool der läuft. Ich lasse wie die trotzdem gemutet, ne, wegen Mucke. Ja, jo, was geht ab? Der hat dich fast angefahren. Ja, der hat dich fast angefahren. Was läufst du einfach über die Straße? Such dir mal Arbeit, Junge. Aiden? Hallo? Bist du dumm oder so? Was ist mit dir? Geh mir nicht auf den Sack morgens. Muss Hot Dogs machen. Danke. Was ist mit dir? Hallo. Ja, was ist denn? Bist du dumm? Geht der mir auf den Sack, Alter. Warum muss ich jetzt gucken? Jojo. Boah, du gehst mir richtig auf den Keks, ne? Ja, bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm oder nicht? Ja. Arbeiten, siehst du doch. Du willst dir auch mal einen Job besorgen. Hauptsache Markenklamotten tragen. Dann gib wenigstens einen Laden ausrauben oder so. Nee. Hast keine Fäuste? Na stimmt, du hast so wie Mädchen. Ja, was geht? Warum bist du schon so früh wach? Wir haben dich gestern gar nicht gesehen. Woher weißt du denn das? Ja, aber nur kurz, die haben mich kaputtgeschlagen. Unten in der Zelle. Hä, wo warst denn du gestern? Warum hast du nicht durchgeklingelt? Jojo, kauft Hot Dogs, ihr Motherfucker. Ach, hier, bitteschön. Hat er mir gar nicht gesagt. Oh, 2 Hot Dogs. Was ist mit dir, Junge? Ja, bitteschön. Wann? Wir haben den ganzen Tag gestern irgendwelche Leute zusammengeschlagen. Da war ich. Oh mein Gott, der Müllmann steigt einfach aus. Der will meinen Hot Dog. Yo, Bitch, kauf Hot Dog. Dann du, Bitch. Drei Hot Dogs, kein Problem. Gut chillen. Er bleibt einfach mit auf Straße stehen.
Gumo! Jeder hat dich gewarnt. Ihr Bitchen, wir waren ja gestern in diesem Coffeeshop um die Ecke. Bist du dumm oder so? Geht's dir gut? Wir waren ja gestern im Coffeeshop um die Ecke und Jojo hat sich ein paar Joints gekauft. Dann sind wir Richtung nach Hause gefahren mit dem Emperor, mit einem Leihwagen. Und auf dem Weg nach Hause ist uns der Tank leer gegangen. Und hinter uns war eine Korbstreife. Dann steigen wir aus der Karre aus. Ich will die Karre anschieben. Memphis fährt. Macht den Rückwärtsgang rein. Und fährt mich an. Ich laufe zur Fahrertür. Schlag den Memphis. Memphis will mich schlagen. Und trifft den Korb. Er funkt durch. Alle gefickt. Der Typ ist so eine Knalltüte, ne? Hot Dogs für Short Dogs. Ja, gestern ging einiges ab. Doch einiges. Ja, ja. Dann sollten wir Memphis in den Norden fahren, mussten zweimal tanken, bis wir da waren, weil der irgendwie auf so einem Maisfeld, auf so einem Bauernhof sich Arbeit suchen wollte. Ja, wir sitzen im Auto, 4Gs, gucken uns an und er sagt zum Jojo, ja, fahr mich mal ganz straight in den Norden. Ich will da zu so einem Maisfarm, zu so einem Bauernhof. Wir so, warum? Ja, ich will mir einen Job suchen. Er will einfach auf dem Bauernhof arbeiten. Ein Old Dog. Mit Schellen. Johnson. Die haben gestern meinen Personalien aufgenommen. Und die haben mich auch fotografiert. Siehst du aus wie so ein Johnson. Mann, dann wurde... War das gestern oder vorgestern? Memphis wurde angeschossen? Mittags. Von einem von den Chamberlains. Naja, wir tragen die gleiche Farbe, aber wir sind keine Freunde. Aber Memphis ist eine Nummer für sich. Dann wir holen uns den Leihwagen. Und weil wir nicht genug Plätze haben, bin ich im Kofferraum gegangen. Dann wollte Memphis auch in den Kofferraum, frag mich nicht warum. Der steht vor diesem Kofferraum, der ist auf. Und dann fragt er uns, ja, wie steige ich denn jetzt ein? Jo, wo sind die Kunden, Mann? Ach, der... Komm, schieb mal die Karte da vorne hin. Wie der Verband aufgeht. Aber ich lieb den. Ist super lustig. Ich hab Bock, ich hab immer Bock, Bruder. Und guten Morgen. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Ja, der Typ, der hat schon einen an der Waffel. Ein Hotdog. Okay. Bitte. Ich habe den Matsching verkauft. Für $8. Die, oh, 3 Hotdogs willst du? Ja, $30 passt. Bezahlen. Steht doch im Titel, M-Move. Bisschen chillen, mit euch quatschen. Wusste nicht, dass Aiden auf einmal auftaucht und hier wie so ein Trott jetzt neben mir steht. Ja, nur Pommes machen, Alter. Das ist auch die Bibel, ne? Irgendwie vergrotzen mir alle Kunden. Obwohl, da bekommt der Bruder. Ich glaube, der hat Hunger. Das ist doch nicht die Bibel, Junge.
Das ist auch so eine Bibel. Ja, Fisch Alltags. Guten Morgen, wann sind Hot Dog? 3 Stück sogar, kein Problem. Mitchell. Aber was waren gestern noch? Keine Ahnung mehr. Wurden alle festgenommen, von jedem Personalien aufgenommen, Foto gemacht. Wieder geprügelt gegen Wallers. Dann habe ich 2 Cops weggetackelt. Ich habe die umgerannt. Hallo Göteborg, was geht? Guten Morgen. Ja, du bist selbst fett. Dann wurde auf jeden Fall Jojo gestern Abend noch verhaftet. Den habe ich kurz in der Zelle angerufen, weil die nicht das Handy weggenommen haben. Und dann hat er mir am Telefon gesagt, ja, die wollen mich gleich zusammenschlagen hier. Aber habe nichts mehr von ihm gehört. Hab dem mal bei WhatsApp geschrieben, aber hat nicht geantwortet. Kann gut möglich sein, keine Ahnung. Jo, die Scheiße wollen nichts kaufen, Mann. Doch gar nicht hier rumstehen, hold up. Hallo, Shinoyo. Wartest du auf deine Whitelist? Der heute funktioniert, ne? Warum läufst du so langsam? Warum läufst du... Ja, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Joki, bei Gott, ich würde jetzt einen Hotdog essen zum Frühstück, ne? Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Aber wir machen so 2 Stunden. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Nee, ich hab kein Geld für dich, tut mir leid. Gib woanders Geld, du Penner. Such dir einen Job. Was will der? Was willst du? Hast du ein Problem? Lauf mal weiter. Der hat mich nach Kohle angebettelt. Hab gesagt, er soll sich einen Job suchen. Ach, und jetzt gehst du hier betteln? Blöder Wichser. Jojo, mir geht's auch gut. Oh, da hinten sind Kunden. Scheiße, die sehen nicht, als dass ich in die Hotdogs kaufe. Hotdogs, Fisch Hotdogs. Das können selbst die euch leisten. Kommt rein hier. Nein, ich hab keinen Dollar für dich. Komm rein hier, Fisch Hotdogs. Chillen. Ja, komm her. Gib mir dein Geld, was du sonst für Crack ausgeben würdest. 3 Hot Dogs? Chillen. Nein, mal das Fluss. Das ist die erste Playlist, die ich gemacht habe für den Stream. Oh, ich hätte jetzt richtig Bock auf so einen Ikea Hot Dog, ne? Na, du Süße? 3 Hot Dogs? Kannst du die überhaupt essen? Das ist gar kein Zähne. Aber hier, bitteschön. Kannst ja weich lutschen. Jo, Aiden, warum quatschst du deinem Vater an? Mach den nicht sauer. Dein Dad hat Hunger. Nee. 3 Hot Dogs? Bitteschön. Ja, dann komm doch her.
Ja, ich muss ja. Der hat angetäuscht. Der hat keinen Bock auf dich. Nein! Scheiß Zwiebel! Muss dich richtig konzentrieren. Kann nicht jeder. Du hast alle Kunden verkrault. Barclay, 120 sind die Slots. Ich geh mal um die Ecke hier. Oder zum PD. Ja, ja klar, die NPCs kaufen die ganze Zeit. Lauf mal ein bisschen schneller. Kann sein, dass er schon draußen ist. Ich habe die Augen verkloppt und dann kam die Mediziner, haben mich eingepackt. Was? Ja, die sind halt krass unterwegs. Gummo, Oma, Gummo. Und hallo, Schlujo. Und hallo, Barclay. Und hallo, Delnight. Und hallo, hallo. Hallo, hallo. Bisschen früh, ne? Gummo. Oh, ich weiß, glaube ich, wo du richtig viel Geld verdienen kannst. Oben Hollywood Boulevard. Vinewood Boulevard. Ich glaube, da verdienst du viel Cash, Mann. Mit Tall Dogs. Oh, mein Serkan hat den Kühlschrank geplündert. Gib ihm noch was. Hot Dogs. Haben wir einen Hot Dog? Oh, zwei Stücke sogar. Bitteschön. Wallah, aber der Korani, der Serkan hat geklaut, Oma. Gib den. Gib den richtig. Er steckt sogar aus seiner Karre. Hot Dogs für Short Dogs. Schön. Ich sorg dafür, dass die NPCs nicht sterben. Spezialsoße. Robert, frühstück dich gleich. Ich hab voll Hunger irgendwie. Ach, der denn da? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Oh, die schlägt aus. Oh, mein Gott, das war knapp. Junge Frau, passen Sie doch auf. Bei Hot Dogs mach ich ihn fertig, klar. Mit Schein. Hot Dogs für Hot Dogs. Little Penner. Was machst du?
Hallo. 3 Hot Dogs. Schön. Ja, die sind verrückt, die NPCs. Nee, die kannst du nicht an normale Spieler verkaufen. Da würde ich mir als Übergangslösung einfach im Shop Hotdogs reinmachen, die man dann kaufen kann, falls man Spieler ver- Oh. Na, du Süße? Hungrig? Ein Hotdog, nur bist sicher? Jetzt nicht so 4 oder so? Okay. Bitteschön. Hey, Hot Dogs, willst du haben? Hast du überhaupt Geld? Wie, warum willst du von mir Geld? Ich krieg Geld von dir. Hier hast du deinen 3 Hot Dogs. Jetzt verschwinde hier. Blöder Wichser. Ja, ja, Alpha, das kannst du natürlich machen, ne? Was ist er denn, Alter? Oh. Ich denke mal, so Vinewood Boulevard kannst richtig viel Geld verdienen. Weil da viele Dings sind. Weil da viele Leute rumrennen, vor allem mittags. Oder am Strand oder so. Aber da musst du mit dem Wagen erstmal hinlaufen. Aber es ist mega geil. Weiß auch nicht, Alter. Kannst dir komplett deinen eigenen Film schieben, so. Das war Bob Schmetterling. Das war der Da Vinci ohne seinen YouTube-Kanal. Ich bin Level 3, ne? Meint ihr, ich werde bei 200 XP Level 4? Geht ab, Sergeant. Das Level bringt, du kannst mehr Hotdogs bei haben, also, und du produzierst auch mehr. Wo ist denn der Aiden hin? Da. Stellst halt mehr her. Ich kann mittlerweile, glaube ich, bist du. Okay. Guck im Chat, ich habe gerade 2 hergestellt, jetzt 1. Lang nicht mehr hier. Fuck. Kashi, doch, der ist auf. Whitelist ist auf. Die war gestern, glaube ich, kurz geschlossen, weil es irgendwie einen Fehler gab. Was geht ab, Bitch? Bei Hot Dogs? Mit chillen. Kommen Sie, kommen Sie. Wer bist du denn, Bruder? Mit chillen. Welches Schild?
Stammkunde kommt. Ja, hast du nicht vorhin schon ein paar Hot Dogs gekauft? 2 Stück. Bitteschön. Wie verkauft sich ja so schnell die Scheiße? Ich hoffe, Da Vinci, ich hoffe. Oh mein Gott. Jo, jo, gute Dame. Kommen Sie ran. Sie sehen sehr hungrig aus. 4 Hot Dogs habe ich noch. 2 Stück wollen Sie? Kein Problem. Ich tue nur sogar ein paar Süßigkeiten rein für Sie. Du hübsches Ding, du. Bitteschön. Viele Twinkies unterwegs, ne? Und auch viele Peanuts. Oh. Da kommt heute die schönste Frau. Die schönste Frau kommt heute. Get up, Shorty. 1 Hotdog, kein Problem. Mit chillen. Es gibt Pizzajobs und so Pizzataxi fahren und so ein Quatsch. Kannst halt Orangen pflücken, ja, typische RP-Dings halt, ne? Kannst Orangen pflücken gehen, kannst Mülltonnen durchsuchen, nach Reifen und all so ein Kack, also nach Gummi. Bitte schön hier, mit extra Krautsalat. Ja, Maisfeld halt. Was der Memo da gefunden hat. Keine Ahnung, was es noch gibt. Dietriche kann man jetzt kaufen. Für so Crime-Sachen. Hey, was geht ab next week? Ein Moment, junge Frau. Mitchell. Hoffentlich auch Maischnaps. Das sind Zeiten. Guten Morgen, Britta. Brit. Okay, das merkt sich rund. Jeder Mensch ist schön ruhig. Stimmt, die Schulden. Der hat nämlich einfach was geklaut. Er hat den Kühlschrank geklaut, Oma. Cool Oldie. Also das mit den Hotdogs lohnt sich echt, ne? Fuck. Muss ich gleich, guck ich mal. 655 Dollar. Ja, sind halt spitzen Hotdogs, ne? Die haben ihren Preis. Aber irgendwie will jetzt keiner mehr einen kaufen wegen dir. Hallo, Ritual.
Humu, hallo Killer und hallo Nizzle. Das weiß ich nicht, aber der Serkan, der verwechselt mich, lügt nicht, Junge. Stimmt, ich bin Level Up, Level 4. Jetzt kann ich 60 Hotdogs machen, dabei haben. Hält hoffentlich die AFK-Farm ab. Ja, wenn du solche Systeme hast, auf jeden Fall, ne? Du musst da gucken. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit verkacken und dann würde ich diese Matching-Hotdogs machen und für die kriegst du vielleicht einen Dollar. Das ist schon geil. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür einen Pixelbot zu schreiben, der genau die Taste drückt, wenn sie grün wird, ist auch nicht so schwer. Also da gibt es sehr intelligente Menschen. Immer nur ein. Ich bin sogar Kritten. Wie ist das eigentlich jetzt gehabt? Das ist so, wenn ich jetzt mit einer Waffe irgendwo schieße und da sind NPCs in der Nähe, senden die einen Dispatch an die Cops und die sind instant da. Also wir hatten jetzt, glaube ich, nur nicht eine, ja doch, vielleicht ein, zwei Situationen, wo wir uns geprügelt haben oder sowas, wo die Cops nicht kamen. Sonst kamen die immer instant. So ein cooles Feeling. Warum stelle ich denn immer nur einen her? Fuck. Was habt ihr heute so gefrühstückt, Jungs, Mädels? Habt ihr irgendwelche Ideen für mich? 3. Was ist denn hier los? Noch gar nix. Goldies Vanille, Dankeschön für den Prime Sub im 2. Monat. Und Chitonka, Dankeschön für den Resub im 8. Bist du der Tonka von Nifty 1? Pizza, Müsli, Käsebrötchen mit Tomaten. Oh, ne, Käsebrötchen mit Schinken, Alter. Puh. Boah. Hab ich mir damals immer beim Bäcker gekauft. Ich nur mal einen Farm-Pommes-Stream mach, du. Apropos. Und der hab ich heute auch noch nichts gehört. Russisch Ei. Akashi, danke schön für den Prime Sub im 8. Modi. Name the baby, it's time soon. Komm ran. Whitelist ist super easy, Alter. Einfach Teamspeak gehen. Mini Mini. Halber Eil-Feeling hier mit Early Stream. Das war over, Alter, für die scheiß Karren, die wir haben wollten. Der dreckige Centauro, Alter. Fuck. Was machst du denn schon wieder da hinten? Ja, hat er doch recht. Na klar. Hot Dogs, for sure, Hot Dogs. Kommen Sie, kaufen Sie, stauen Sie. 2 Stück natürlich. Mit Schellen. Warum bettelst du? Ich glaube, ich habe ein Sandwich bei. Da. Oh, Unfall. Ach du Scheiße, da vorne. Ja, wo rennen die hin? Die rennen einfach weg. Keine Ahnung, was der vorhat. Was ist mit der Karre? Hey, der klingt wie eine Frau. Oh mein Gott.
Yo, yo! Worldstar! Los, hau'n weg! Los, hau'n in die Fresse! Kommt bestimmt beim Boss gut, dass du die Kunden verhaust. Und das direkt vom Polizeirevier. Ich mach dir einfach so einen schwarzen Balken übers Gesicht. Jo, mach gar nicht das Ding kaputt. Er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Was ist denn hier los? Sag doch, du haust so wie Mädchen. Boah. Boah. Der dribbelt dich richtig. Boah. Da bricht er zusammen. Geschlafen, Mann. Jo, geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Fuck, lass abhauen. Komm. Hast auch verdient. Bin voll angesaugt. Oh, fuck. Platz da. Die haben bestimmt Hunger. Hi, Ladies! Was? Wollt ihr ein paar Hotdogs? Die haben bestimmt Hunger. Na? Wie heißt denn du? Ich hab den Handy, kannst du deine Nummer eintippen? Na, Ladies, habt ihr Bock auf den Würstchen? Und das meine ich nicht sexistisch. Hot Dogs. Drei Stück, weil du bist aber hungrig. Bitte schön. Bye bye. Oh, ein Hotdog? Bitteschön. Hey, die eine ist mit einem Typen namens Jerry zusammen. Die hat dich gekorbt, yo. Was hat die gesagt? Mal, haben sie Hunger? Bitteschön. Hot Dogs, Fisch Hot Dogs. Die hat gefragt, ob du ihre Brüste magst. Wie, du schlägst die. Das ist eine Frauenhure. Wie heißt denn die? Wie heißt du? Ach, hallo, fuck this. Hau rein, fuck this. Bye bye. Das ist ein guter Stripper-Name.
Und das von einer, die Fuck This heißt. Schon wieder spät, aber vielleicht kommt noch jemand. Ja, aber da renne ich jetzt nicht hin. $750, Mann. Ich habe auch alles, was ich besitze, in Krypto investiert. Ich habe schon $1 Gewinn gemacht. Einen ganzen Dollar habe ich schon Gewinn gemacht. Hm? Oh mein Gott! Ja, die sind krank. Oh, drei Hot Dogs, bitteschön. Jo, da mach ich mir gerade eine Kippe an, Mann. Hey, dein Kumpel holt ab. Drei Hot Dogs. Chillen. Und was hast du halt noch so vor? Ja, ich habe versucht, so einen scheiß Samen in der Erde zu drücken, aber der Boden ist, glaube ich, voll scheiße. No. Wenn du die Quelle bist, kannst du natürlich gut ticken, ne? Du kannst auch Joints kaufen, aber die wollen $60 haben. Und ich weiß nicht, wie der Straßenpreis ist. Ne, gar nicht. Ne, $100 wollen die haben. Das, ja, das ist so Premium-Kiff-Kiff. Örkel Kusch und so. Da vorne rechts an der Ecke. Direkt rechts. Ja, geradeaus einfach. Naja. Ich bin nur hier. Nichts zu tun. Geht ab, Sebi. Ja, Mann, Kunden, Alter. Die einfach auf die Straße halten. Da wird der Preis noch nicht angepasst. Ist halt Beta-Release, ne? Hier, jeden Tag verändern sich hier Sachen. Hallo Rati und hallo Paco. Jojo. Bitteschön. Ein Hotdog. Es gibt immer welche, die testen, aber... Wer kauft denn einen Joint für $1,600, Junge? Ich gebe nicht mal $4 für eine Dose Cola aus da unten am Automat. Bin doch nicht irre. Hallo Sablo. Und was habt ihr heute noch so geplant? Kann man nicht mal aufrauchen hier. Ein Hotdog? Bitte schön. Haben die Drogeneffekte? Weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Mann, das ist 5M. Guck mal, was wir hier machen, Bruder. Und kippe wieder weg. Ich weiß es nicht. Drei Hot Dogs? Pack ich dir ein. Gut chillen. Grad heute, Bruder. Muss ich gleich die Klima. Ja, ich merke das jetzt schon, dass das warm wird. Mach ich gleich einfach Klimaanlage schon an. Hab ich keinen Stress mehr mit. Haben keine Effekte. Aber die reduzieren das Stresslevel. Rausgehen an See oder so. Hat den Zeit und Mittagsschlaf machen und am Stream. Und Xablo, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen.
Ich verlasse die Wohnung nicht. Ich glaube, vom Burgerbrater Jiggy. Ah, Jiggy. Cody ist ja schon hier. Kommst du auch? Guck, ich mache euren Job. Ach, come on. Zwei Stück. Mitchellen. Viel zu faul, wenn du White lässt, Bruder, du musst Teamspeak gehen nur. Die fragen dich nicht mal großartig Regeln ab. Das ist halt so ein Null-Toleranz-Ding hier, ne? Ja, ich komm gleich. Mitchellen. Er ist einfach voll in den Eisen gegangen, Alter. Okay, kusche doch. Wahrscheinlich Ketchup verkleckert, Alter. Was geht ab, Alex? NPCs sind wild. Yo! Drei Stück! Mitchell! Yo, die Damen wollen so einen Hotdog? Oh. Pack ich hinein. Mitchell! Feierabend! Was geht ab, Joko? Und Sushi. Kannst du gleich Versicherung verkaufen? Ich bin mal gespannt, wie die Features aussehen, in Häuser einbrechen oder so. Das wär nämlich die Dinge, die wir tun. So richtigen Film schieben, abends nach Weinwood Hills. Auskundschaft, in welches Haus man einbricht und so. Dealen an NPCs, Drogen verkaufen. Und alles in Krypto investieren und pleite gehen. Wie im echten Leben. Boah, hier sind voll viele Kunden. Die haben bestimmt Hunger. Dann machen wir nochmal zwei. Zwei, drei. Die NPC-Gespräche sind wild. Lied ist auch gut, ey. Ich glaube, Firejumper. Hot Dogs, for sure, Hot Dogs. Kommt ihr reichen Wichser. Mitchellen. Nicht durchgemacht, ich habe 3 Stunden gepennt.
Ja, Bruder, geht's dir gut? Mit chillen. Ich spiel kein Red Dead mehr. Der Server, auf dem wir waren, ist Müll. Ja, und Mr. Random, vielen lieben Dank für... Ich rund einfach auf 3 Dollar auf. Dankeschön für die Tinkepäckchenkasse. Yo, gib Hotdog. Komm ran. Bitteschön. Hotdogs. Wollen Sie einen Hotdog? Wo? Ein Hotdog? Bitteschön. Ihr seht alle aus, als würdet ihr bei Facebook arbeiten, Alter. Bitteschön. Yo, yo, Epic Pain, danke schön für den Wiesam für fast schon ein halbes Jahr. Ein Monat noch, Bodi. Yeah. Oh, ich hab keinen mehr. So soll es sein. Ich kenne dich doch gar nicht, warum wollen wir uns treffen? Also mittags kannst du richtig viel verkaufen hier. Level 4 ist Max, anscheinend schon. Stimmt, Oma. Ich gar nicht drauf geachtet. Hast recht. Level 4 ist Max. Ich bin einfach ausgeskillter Hotdog-Meister. Sag, wie das? Einfach durchgespielt schon wieder. Ja, aber warum ist das low? Wie hoch willst du noch gehen? Dass du 100 Hotdogs bei haben kannst? Die NPCs sind auch ganz anders wie im Singleplayer, ne? Also die haben ganz andere Skins. Oh, ist grün. Jetzt aber hol dich. Geht ab DMT. Also hier liegt nichts in der Net. Keine Ahnung, wie die anderen da sehen. Ja, du bereitest die aber mit dem Minigame vor. Und die Preise finde ich in Ordnung. Du kriegst manchmal 15 Dollar pro Hotdog. Yo, Chito, Chico, ich habe den Wagen vorgestellt. Bis morgen oder so. Habe ich jetzt verdient? 1000. Ist schon, eigentlich ist das schon zu viel, Alter. Für Hotdog so 1030 Dollar. Klar, man hat eine Möglichkeit, man kann immer Sachen verbessern. 1030 Dollar, Alter. Eigentlich ist das schon viel zu viel. Aber sind halt von mir gemacht, ne? Was soll ich sagen? Mach die besten heißen Hunde. Ich bin reich. Ich weiß nicht, wer das noch alles für Jobs ist. Ich habe gesehen, Pizza-Taxifahrer kannst du sein. Da verdienst du, glaube ich, genauso viel. Muss halt ausliefern. Also, glaub, Kev. Ich würde jetzt gleich aber mal einen Dietrich kaufen und gucken, ob ich damit Autos knacken kann. Und Firejumper, danke schön für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen. Herr Drogen, das ist kein Job, ist was Neues, ne? Keiner erfindet das Rad neu.
Aber ich würde lieber Drogen verticken, anstatt Hotdogs zu machen. Leider kann man nur nicht anpflanzen anscheinend. Hallo, Oma Sandra. Geht's dir? Oh, die verfolgt mich sogar. Das ist halt so sexy, man, die Kulisse. Guckt euch dann an. Mama? Papa? Kommen wir mal wieder nach Hause? Makim und ich vermissen euch. Und warum sitzt da ein Anzugträger bei euch? Oder was machst denn du hier? Bist du nicht ein bisschen zu reich? Jo. Nein, ich kenne dich doch. Guten Morgen. Aufstehen. Du musst den Stream starten. Du brauchst doch die Prime-Subs. Ja, nicht. Entschuldigung, original ich heute. Das Ding ist halt, du kannst dich da hinschillen, Alter, da wird nicht mal aufhören, wenn du da sitzt so. Wo ist? Heute keine Primes, doch der Firejump hat gerade sein Prime abgegeben. Wie viel Verkehr einfach ist, das ist unnormal gut. Was glaubt Kölsch? Genau, ich gebe die Primesets an die Obdachlosen weiter. Will ich. Ist der doch der Idiot. Jojo, was machst du nur eine Mülltonne? Hast du eine Mülltonne gemacht? Hast du? Oh, der verkauft unter der Ladentheke Dietrich, ne? Für $25. Vielleicht können wir damit ein Auto knacken. Ich habe 2 Stück mitgenommen. Und hast du ausprobiert? Lass uns mal den Chamberlain jetzt mal so fucking Auto klauen. Ich kann nicht das knacken, wenn ich es hinbekomme. Langsam! Was denn, Blanz oder was? Ach, kannst du mittags verkaufen. Dann kotzt du die doch an.
Die haben nämlich gestern Hops genommen. In dem Gebüsch da vorne. Hm. Und da vorne in der Ecke hab ich so in den Kopf getackelt. Yo, yo, Panda-Bär, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen. Gibt's überhaupt so Lieferservice für Frühstück? Warum haben die keine Autos, Mann? Projects. Nein, Alpha VOD ist gemutet wegen der Mucke. Wo? Willst du da einbrechen am helligen Tag? Und? Soll ich dir hochhelfen? MKS, dankeschön für 100 Bits. Und Silent Fox, dankeschön für 2 Gifted Subs. Und Deathshot, dankeschön für den Wisdom 7. Und Eugene, dankeschön für den Prime 9. Kekush, what? Ja, hier muss da irgendwo eine Karre stehen, Mann. Kann doch nicht sein, dass hier kein Auto steht. Da hat ein Megamall am Parkplatz. Ich geh keine Brötchen kaufen, oder kannst knicken. Ich mir gleich Schwarzbrot oder so. Und dicken Kakao, Alter. Wichtigste Morgens. Hier steht nix rum. Meinst du? Lass mega mal Parkplatz gleich gucken, weil da nix ist, die meine aus Maul, du. Dann hast du dem in die Fresse und versucht, die Karte zu knacken. Ja, dann rennen wir. Geht ab, Mr. Seven. Ach, ach. Schlaf gut, Serkan, schlaf gut. Spät ist denn das? 9:30. 2 Stunden werde ich erst müde. Neue Streaming-Zeiten. Ja, Mann. Jetzt jeden Morgen ab 8 Uhr Immersions-RP. Und Two-Face, Dankeschön für den Restart beim 7. Monat. Ich muss gleich mit meinen. Was nochmal? Ja, die sind unterwegs. Wie kannst du noch WoW zocken, Alter, und unterstützen diesen Mistverein? Ja, ja, ich stream heute Abend trotzdem, klar. Ich unterstütze sie nicht mehr, ich habe meine Abos gekündigt. Die nie 1 Cent mehr, die Wichse. Oh, hier steht nicht eine verdammte Karre, Mann. An der Tank steht einer.
Oh, lass versuchen. Oder du kannst mit jedem Rechner GTA RP zocken, Alter. Lass dir einfach vom Scully die Dings geben. Config. Hast keinen Himmel. Bild ist so gestretched wie Dings, Alter. Kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst bann. Jo, Strahli. Dann geh du in die Tank und lenk den ab. Ich versuch's halt, ich hab keine Ahnung, ob ich schaff. Wow! Was? Shut the fuck up, motherfucker. Habt ihr ein scheiß Problem, Idioten? Hast du ein scheiß Problem? Aber in der Kraft stehen zwei Mann. Ja, dann scheuch die weg. Rümpel den einfach an. Jo, bist du irre? Komm rein! Komm! Komm rein! Junge, ich bin ultra gut da drin! Jo! Let's go! Guck mein Handschuhfach! Wohin geht's, Mann? Soll ich dir Fat Tonys Pizzabude zeigen? Da kann man arbeiten. Yo, Puto! Der wartet auf den Bus. Aber warte mal kurz. Aber ich habe den nicht abgebrochen. Ich habe zwei Stück bei. Boah, dicke Karre, Mann. Nix im Handschuhfach drin. Das ist jetzt auch kein so krasses Auto, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, Mann. Fuck. Weißt du, was wir machen könnten? Weinhotels. Ja, Mann. Boah, guck dir die Karre an. Aber Cell, ne? Ah, die Klappe, Weezy. Guck auf deine Nanny.
Ich höre die ganze Zeit sie reden, Mann. Boah. Yo, was geht denn hier ab? Was sind das für Typen da? Lass mal anhalten. Die würde ich mir angucken. Was ist mit... Wer ist denn das? Was geht denn hier ab, Alter? Dann stell dich da hin. Oh, der... Ey, was geht, Rick? Warte ich mal ein Foto. Mach irgendwas. Ja. Jo, beruhig dich mit deiner Knarre. Mach was. Stell dich vernünftig hin. Ja, Mann. Oh. Ich war halt noch nie. Hey, darf ich mal halten? Danke. Boah, es hat ein fettes Teil, Alter. Krass. People are so ignorant. Deine Schnauze. Wollt ihr kein Geld von dir? Nee. Dann hat er sich zusammengeschlagen. Auch schönes Auto. Boah, Junge, die Kachen hier, Alter. Und die Häuser, Junge. Krass. Aber ich hätte nicht erwartet, dass ich meine Kindheitshelden hier treffe. Welchem Cartoon sind die? Von welchem Cartoon? Hm? Ja, also der eine ist Trick und der andere Truck. Der Serie hieß Halo. Da vorne ist vom Fat Tony die Pizzabude. Ist die nicht teuer? Ich hab nur nicht gegessen. Aber der suchte mal einen Taxifahrer. Zum Ausliefern. Ah, okay. Hoffentlich halten die Cops uns nicht an. Ey, wir sehen doch vernünftig aus. Die wissen, dass wir von hier oben kommen. Wenn das Auto jetzt gestohlen gemeldet wird, sind wir am Arsch. Boah, ich hoffe mal nicht, ne? Aber ich glaube, das Auto hat diese Eulen gehört, die, denen ich den Kinnhaken gegeben habe. Bruder, guck dir die Häuser an. Boah, Alter. Bei Kameras. Noch mehr von den Häusern. Hey, pass mal auf. Oh, das Auto. Fuck, da steht alles bei dir. Vor weg, vor weg. Oh, die Karre ist abgesoffen. Nein. Oh mein Gott. Boah, Junge, was ist das für ein Schlitten, Alter? Das müssen wir unbedingt Jojo zeigen. Man kann einbrechen, ja, aber es ist, glaube ich, noch nicht aktiviert, das Feature. Aber hier werden wir auf jeden Fall Raubzüge machen, Alter. Was meinst du, was die alles für Schmuck in den Häusern haben? Und Laptops und so. Will ich mir gar nicht vorstellen, ne?
Boah, ein fetter Jeep hinter uns, ne? Aber nirgendwo stehen Karren. Alles in den Garagen drin. Oh, hier steht eine. Die hat bestimmt Kohle. Willst du die überfallen? Scheiß doch. Weiß nicht. Ja, allerdings auch. Wir müssen Jojo mitnehmen. Oder Memphis. Hey, da rennt eine Katze. Bruder, guck dir die Villen an. Danke, Scheiße, Alter. So soll ich mir niemals leisten können, ne? Vielleicht hol ich mir meine Sugar Mommy, Alter, die hier wohnt. So eine ganz alte. Ja, ja. Oh, die Karre. Oh, Junge. Oh, das war so ein Elektro-Ding. Kack, wir müssen nachher mit Jojo her. Auf jeden Fall. Die musst du das auch mal zeigen. Jo! Aber fahren tun die hier wie verrückt, Alter. Da fahren wir unten in der South auf jeden Fall besser. Ey, guck mal, guck dir das mal an. Die erschrecken vor jedem Scheiß. Was ist denn das hier? Oh, da war eine Schlange, hast du gesehen? Boah. Nee. Achso. Ja, doch, doch. Jo, die Häuser. Das ist geisteskrank, wie viel die Leute hier verdienen. Ab und nach Hause. Wir haben kaum noch Tank. Ich würde die scheiß Karre nicht tanken. Aber kann man die Karre nicht irgendwo... Kennen wir nicht irgendwo einen Dealer, wo man die verchecken kann oder so? Keine Ahnung. Obwohl, ich komme mit dem Tank nur nach Hause. Erstmal anschneiden. Oh. Guck dir die Karre hier links an, Junge. Ich suche gerade nach einer anderen Karre, die wir klauen können. Achso. Der Tank ist hier gleich leer. Weißt du, schau mal ein Pier oder so. Oh mein Gott, wir sind komplett rest. Oh mein Gott, der Tank ist leer. Sollen wir da nach Hause kommen? Keine Ahnung. Ah, da unten sieht aus, als ob da jemand wohnen würde, so voll viele so. Noch können wir ein bisschen fahren. Tankanzeige schon rot, Alter, ne? Junge. Oh, fuck. Komm, zieh, Junge. Jo, das war's, Mann. Oh, wow. Lass abbauen.
Wo ist der? Ey, ich bin bitte nass, Alter. Bist du uns... Mann. Ist uns Wasser gefallen? Ja, sieht so aus, oder? Gott, wie geil, danke schön für den Prime 7. Hey, Mann. Immer wieder gern, merci. Du bist so ein Trottel, Mann. Was war? Du bist es nicht. Wir sind an der komischsten Stelle. Da ist ein Fingerabdruck in der Karre dann, ne? Scheiß drauf. Wir haben mir keinen PD abgenommen. Wir haben nur ein Foto gemacht. Ja, dann. Alles gut. Jo, wie kommen wir jetzt nach Hause? Ich weiß nur nicht mal, wo wir sind. Wegen der Straße. Ja, danke. Wow. Ey, die Karre. Bei unserem Glück finden wir nicht mal ein Auto. Wir können dann aus der Karre ziehen, aber... Okay. Nee, lass da vorne in die Tankstelle gucken. Ach so. Boah, ich schwör bei Gott, ne? Wenn ich nicht vergeben wäre, Süße. Du bist genau mein Fall. Boah, Junge, das ist die Werte, Alter. Komm, wir rauchen einen mit den Ladies. Yeah. Und wie geht's euch so? Wo probst seid ihr? Ich glaube, die haben keinen Bock auf uns. Bruder, guck dir die Karre an. Wow. Punk. Ey, guck mal, da rechts ist eine Cracknote. Wo? Da. Die Rothaarige? Ja, lass da mal hin. Lass ihn mal anquatschen. Ich glaube, der hat den fahren lassen. Hm. Was macht die da, Alter? Na, du Hübsche? Hey, na? Ich habe leider kein Geld. Aber ich kann dir eine Kippe geben. Oh Gott! Vollidiot! Er hat einfach Timmer geboxt, Alter. Was? Oh, pass auf. Wir sind in Chinatown. Jo, da steht eine Karre. Ich höre schon. Die reden irgendwas von Pokémon. Ich muss mir was zum Essen holen. Tue ich das, ja? Ey, wir müssen schnell zu unserer Tanke, Alter. Komm. Was hab ich hier für eine Mistkarre geklaut? Karl, fahr einfach. Ich hab gesoffen. Oh Gott! Fuck! Fickt euch, oh mein Gott, die Karre ist abgesoffen! Fahr, Junge! Das Ding überhaupt Motor? Ja, sonst willst du ja nicht fahren, oder? Junge, wie fährst du, Alter? Schnell dich an! Ich hab wieder abgesoffen. Fahr mal zu uns an die Korne.
brauch Essen. Die hätten uns fast auseinandergenommen. Du hättest die fast auseinandergenommen. Ja, ich bin am Vermeisterknacker, Alter. Ja, nur noch am Fahren hapert's, ne? Ja, kauf dir eine Cola. Auch Essen und kein Ach so. Ja, das stimmt, Fahrrad. Fuck. Da stand auch eine Mülltonne. Was soll ich machen, Mann? Fahren? Ach du Scheiße! Ey, oh mein Gott! Mach dich weg! Ey, fuck! Fuck! Oh! Nicht an uns, Gedanke! Lauf! Hast du gesehen, wie viele da standen? Ja. Hast du Essen? Ja, komm her. Ja, wenn doch. Ja, beruhig dich, Junge. Ja, da standen locker 20 Mann. Ja. Hier können wir rüberklettern. Ja. Kriegst du es hin? Naja. What did you do today? Ab nach Hause. Mhm. Wir müssen echt aufpassen wegen dem Ballast. Die werden immer mehr, ne? Warte mal. Oh, der ist immer noch nicht abgebrochen, der Dietrich. Ja, da sind noch Homeboys von uns. Ja, ich frag mal, ob die was kaufen wollen. Sounds good. Mach ja keinen Stress. Ey, schöne Purple Käppi, die du hast. Ey, was geht, Jungs, was geht? Habt ihr Bock auf Weed? I've been sliding through my other little pieces place, and my baby mama found out. Yo, yo, das Peanut, Alter. Wollen wir nichts kaufen? Been drinking this junk and playing this video game. Nee, nee, anscheinend nicht, ne? Yo, 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 beruhigt euch, hey. Chillt mal. Hey, what's up, man? Hey man, where's the job site going to be next week? Shit. I'm going to spend half my day in traffic on the Elysian Fields Freeway. Ja, schon, der will dich jetzt kaputt schlagen. Nee, nee. Der wurde angerufen. Und das heute Abend noch Weinwood. Ja, safe. Yo, der Dog. Boah, Junge, die Karre, Alter. Der Hund. Ey, das ist ein Hund. Ey, was geht? Oh. Du bist aber ein Feiner. Kein Spaß, Jungs, hallo. Wir haben gehört. Wow. Lauf!
Ich habe doch gesagt, mach keinen Stress, du Idiot. Ey, du hast den angerempelt. Kommen die nach? Ich weiß es nicht. Ja, du wurdest getroffen, ne? Ja. Und nicht zu wenig. Du hast Blut in der Fresse. Bind dir das mal mit deinem Bandana ab an der Schulter da. Komm nicht. Ich geh kurz gucken. Guck, dass du nicht verblutest. Ja, right. Bye, have a beautiful time. Yo, die kommen! Hey. Die kommen! Oh mein Gott. Jo, pass auf, dass du nicht verblutest, Mann. Ich wurde hart am Arm getroffen, Alter. Oh, fuck. Ich glaube, hier sind wir sicher. Boah, bind dir den Scheiß mit Bandana ab, ich geh kurz gucken. Jo. Jo! Bruder, rein, die kommen! Oh, oh mein Gott! Die wollen uns abknallen! Oh fuck! Jo, mach keinen Scheiß jetzt! Mach jetzt keinen Scheiß! Jo, mach keinen Scheiß, Mann! Ich verbinde den Scheiß schnell. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Oh, Scheiße, Mann! Fuck. Okay, ist abgebunden. Yo, Bro, du wärst tot jetzt, ne? Die sind wahrscheinlich wieder abgehauen. Boah, Junge. Ey, das... Waren das Chamberlain-Wichser, Alter? Nein, das waren welche von uns, aber du hast Faxen gemacht. Du hast den Hund angerempelt. Was hab ich, Mann? Ja. Du hast irgendwas gemacht, die haben auf dich geschossen. Ach, Motherfucker, scheißegal, Alter. Die haben auf uns geballert. Halt die Fresse, Junge. Die haben auf dich geschossen. Okay, ist abgebunden. Fuck. Ja. Bleib ja wach. Boah, shit, Alter. Ich geh kurz hoch zur Straße, ich schick einen Dispatch. Jo. Ich hasse das, dann soll die rausnehmen, Alter. Das ist so dumm. Wenn das nicht richtig funktioniert. Gibt eh keine Medizin, aber ich tue jetzt so, als wäre Notfallmediziner rufen. Jo, die haben den übelst auseinandergenommen, Alter. Es gibt NPC-Mediziner. Die holen ihn jetzt quasi, ne, aber die kommen jetzt nicht rausgefahren und so. Aber die holen ihn gleich ab. Jo, ich hab einen Dispatch gesendet. Werden gleich kommen, wie geht's dir? Geht so. Alter, du bist... Wow. Die haben dich übel drauf getroffen, Mann. Ich halte meine Hand drauf. Ich habe den Standort geschickt, die kommen her. Ey, hier neben dir liegt mein Hoodie, Alter. Benutz den auch noch. Doch, das gibt schon 3 Mediziner oder so, aber die sind halt jetzt nicht online. Der wird jetzt von Notfallmedizin abgeholt, dann landet der im Krankenhaus, liegt auf dem Bett und wird von einem NPC verarztet. Fuck, Mann. Ich halt fest. Scheiße. Ja.
was machst du so eine Welle? Die scheißen doch, ob wir in der gleichen Gang sind. Ja, das habe ich gemerkt. Hast du dem Köter irgendwas getan? Hast du den getreten oder so? Nee, ich hab den, also ich wollte den streicheln, Alter. Auf einmal sind die komplett ausgerastet, Alter. Die haben sofort die Knarren gezogen. Das waren 3-4 Leute. Hat sich aber nicht wie 3-4 Leute angefühlt. Ja, aber du bist komplett durchlöchert, ne? Der ganze Hoodie ist voller Blut. Ich hoffe, dass die es beeilen. Boah, das sieht richtig schlimm aus. Also kein Witz. Ja, das musst du mir nicht sagen. Das sieht... Oh mein Gott. Bete, dass sie deine Lunge nicht getroffen haben. Du bist am Arsch. Fuck. Ey, kannst du gucken, ob die eine hier drinne steckt, Alter? Bist du irre, Mann? Ich fummel doch jetzt nicht da rum. Du musst den Hoodie draufhalten. Okay. Du verblutest sonst. Ja. Du wurdest locker 7-mal getroffen, Alter. Alles in den Rücken. Denkst du, ich merk das nicht? Ich hoffe, dass die Ficker sich beeilen, Mann. Verreck mir hier nicht. Dann sieht schon wieder besser aus. Du verlierst kein Blut mehr. Ich drücke richtig fest drauf. Huch, er hat einfach Gottmode angemacht. Boah, das sah richtig übel aus, Alter. Ich glaube, ich höre schon die Sirene. Ja, ja, ich höre es auch. Fuck, Alter. Können die Wichser sich beeilen jetzt mal langsam? Jo, wenn das Jojo Melde bekommt. Wenn die schon so krass sind, dass die auf uns schießen. Die sind absolut heftig. Ja, ja. Treffen können die auch. Jo, da kommen sie. Die nehmen dich mit. Bei deinen Schusswunden musst du hier im Krankenhaus bleiben. Jetzt haben sie mitgenommen. Jo, ich kann nicht nach Hause, Alter. Knall mich ab, wo geh ich hin? Warum sagt der Motherfucker zu mir? Jo, die Grove hängt mit dem Vagos ab. Boah, das könnte echt interessant für die Story werden, die wir hier spielen, ne? Also, das könnte ein Vagos-Typ mit einem Grove-Line im Auto, Alter. Ich glaube, das gibt Umzugspommes. Je, Marco. Musst du Karren nach oben. Steht die da noch? Netox im 120 Slots für Spieler. Ja, ja, ist, Alter. Da können wir die Grove ja gar nicht bespielen. Das gehört, das ist ja Teil der Story jetzt. Tja, die haben Aiden fast umgebracht, Alter. Das VOD, was aber jetzt ist, ist zur Hälfte auf jeden Fall gemutet, weil ich die ganze Zeit Musik hatte. Eigentlich wollte ich gar kein EP machen, ich dachte, es ist keiner da. Wird einfach nur ein bisschen chillen mit euch, ein bisschen quatschen und so. Ich habe aber VOD irgendwann angemacht, als wir dann am Vinewood Boulevard waren. Wait, das ist OC.
Im Teamspeak. Muss aber vorher Discord joinen. Einfach Ausrufezeichen Server. Nifty live. Oh, da steht die Karre noch da, Alter. Warum bist du so früh da, weil ich nicht schlafen kann? Ich geh gleich Mittagsschlaf machen. Ich geh jetzt gleich frühstücken. Dann chill ich nur ein bisschen. Fuck. Oh, da steht eine Karre. Nein, gibt keine Warte. Was für Wartezeiten meinst du? Es gibt keine. Du musst dich whitelisten. Keine Ahnung, ich kann dich bestimmt nicht, wer hier auf den Server kommt. Ja, und verpisst euch! Presse. Knack die Scheiße jetzt hier. Ich werde jetzt nicht zum Krankenhaus fahren, weil der übel angeschossen wurde, Alter. Der muss doch locker bis heute Abend bleiben. Ich werde jetzt zu meinem Apartment fahren. Dann werde ich Jojo kurz schreiben. Ich habe reloaded, Dave. Koffein, danke schön für den Resub im 12. Monat, Buddy. Vielen lieben Dank. Oh, da bin ich jetzt gespannt, Alter. Das ist geil. Was heißt das jetzt, Alter? Die haben auf uns geschossen. Yo! Was geht? Musst im Krankenhaus bleiben, ne? Ja, die haben mich so gut wie möglich zusammengeflickt, aber ich muss trotzdem bis heute Abend auf jeden Fall bleiben, ja? Ja, zum Glück hast du überlebt. Ich hab Jojo gerade geschrieben. Ja, easy, sag den ganzen Jungs Bescheid, okay? Ja, wir kommen heute Abend vorbei. Vielleicht lassen. Memphis hat letztes Mal ein paar Streifschüsse, die haben ihn wieder gehen lassen. Du musst ja nicht da bleiben, wir kommen schon heute Abend abholen. Jo, top, Alter. Ja, bei mir sind es halt keine Streifschüsse gewesen, ne? Ja, guck, was der Arzt sagt. Okay, alles klar. Ich melde mich nachher. Jo, wie ist die? Hau rein. Später, hau rein. Ja. Jetzt können wir quatschen. Aber sind schon wieder alle müde, ne? Let's go. Geht ab, Tante. Wir müssen jetzt erstmal im Hotelzimmer chillen. Aber es ist schön gemütlich hier. Hm.
Ach, und Thompson, danke schön für den Resub am 41. mit Tukulu. Hab ich übersehen, Woody. Vielen lieben Dank. Bin aber nur müde, weil ich jetzt erst auf bin. Jo, so nicht schlimm. Ich geh jetzt gleich dick frühstücken und dann chill ich und dann gehe ich auch Mittagsschlaf machen und dann komme ich heute Abend wieder online. Und dann... War nice. Aiden, alter Bruder. Du weißt schon, ne, das ist der RP gewesen, Alter. Das gehört jetzt zu unserer Story. Da müssen wir komplett ausspielen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin so gespannt, was Giffy sagt und so. Die haben dich richtig auseinandergenommen, ne? Einfach 50 Cent. Jetzt kannst du zumindest im RP sagen, yo, ich wurde 7, 8 Mal angeschossen. Gute Nacht, Kingpin. Du hast bestimmt 8. Locker wurdest du 8 Mal getroffen. Alles in den Rücken, Junge. Du bist am Arsch. Aber ich bin echt gespannt, was wir jetzt machen, ne? Wenn unsere eigenen, sag ich mal, keiner von uns ist OG oder so der Gang. Wir sind einfach nur Dings, Junge. Einfach auch nur Mitglieder und die knallen, die schießen uns ab. Die hätten nicht getötet, Alter. Ich war rot, ein Shot. Ihr seid Horde, Bin so gespannt, was Giffy sagt und so. Und vor allem Nate. Nein, was hab ich verpasst? Junge. Damit hab ich. Ich dachte jetzt, wir gehen chillig nach Hause, Alter. Und dann heute Abend geht's weiter. Bist du erstmal abgeknallt. So. Shorty, danke schön für den Prime am 17. Ich mache nur eine Duftkerze. Dann gehe ich frühstücken. Das Ding ist, Aiden, wir sind einfach zu zweit oder so nur auf dem Server wahrscheinlich, ne? Und wir machen einfach RP. So, es juckt halt keinen. Es kommt halt gar nicht so rüber, als wäre der Server komplett leer wegen den NPC. So cool. Einfach so cool, Mann. Und Tor des Horn, danke schön für den Reset am 20. Da soll nochmal einer sagen, ja, man braucht 500, 600 Leute auf dem Server. Hab ich auch vor eins Auge gemacht, macht halt Bock. Ja, haben wir auch gemacht. Damals haben wir ja Lost gespielt, so Rough Rider-mäßig, bisschen auch mit Baggy-Hosen und Kutten und so. Und da hatten wir richtig Beef mit den Vagos, also mit Vagos-NPC. So richtige Schießereien. Aber wir kommen ja noch nicht an Waffen, IC, Alter. Das ist halt, uns irgendwas überlegen. Gefühlt mehr Lust als auf dem 700-Mann-Server. Ja, wegen den NPCs halt, ne? Vor allem sind die NPCs auch krasser. Die lasern ja richtig rein. Bio, Nifty, der ist erst seit 2 Tagen online. Im Durchschnitt sind abends zu Primetime so ab 19, 18, 19 Uhr so 40 Leute drauf, 50. Aber jeden Tag kommen halt immer mehr, ne? Weil halt Werbung durch den Stream und bla bla. Ist erst seit 2 Tagen da. Muss ein bisschen Zeit geben, aber lohnt sich, finde ich. Ja, ich weiß, Aiden, ich weiß. Bin gespannt. Geil, Alter. Hallo, Gantor. Jetzt ist es miese, dass ich die ganze Zeit VOD gemutet habe, ne, bis zur Hälfte. Aber da fing das auch erst an. Vorher habe ich ja nur Hotdogs verkauft und gequatscht. Mein Kopf ist so richtig weggeschossen, Alter. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass die uns bis da hinten, wenn die runtergekommen wären, ne, wärst du am Arsch, Alter. Ich hätte dich liegen lassen. Ich wäre einfach weggerannt, ich schwöre bei Gott, die hätten nicht auseinandergenommen. Aspasia Gaming, das Ding ist so, eigentlich sind das Ballers-NPCs, aber die wurden umtexturiert, weißt du? Die tragen zwar grün, sind aber eigentlich Ballers. Das weiß ich nicht, ob das geändert, das wird mit Sicherheit nur geändert. Das ist erstmal so ein Workaround dafür.
Weil wir die ganze Zeit immer irgendwelche Ballers da weggeklatscht haben. Weil in der Story leben die Ballers ja da unten, ne? In der Grove. Und Grove gehört, ist in den Projects. So storytechnisch könnte man das wieder rückgängig machen, da müsste man gar kein Feature dafür bringen. Und wir ziehen halt mit den Family Member in die Projects. Join einfach dem Discord-Bio. Ausrufezeichen Server, Nifty Live. Direkt verlinkt. Da gibt's auch die Teamspeak-IP und so. Das ist ein Server, der langsam groß wird, als einer, der direkt groß ist, das stimmt. Also, du musst aber auch auf dieses Immersions-RP-Ding hier, musst du aber auch Bock haben, ne? Du musst einfach Bock haben, weiß ich nicht, wenn du morgens online gehst und du weißt, dass du alleine bist quasi oder dass nur 10 Leute gerade drauf sind, das muss dir scheißegal sein. So, du schiebst einfach deinen eigenen Film. Machst deine eigene Story, du lernst schon irgendwann Leute kennen. Das ist aber auch nicht jeder für geschaffen. Oder hat richtig Bock drauf. Mir ist das egal. So, geht's frühstücken und wir sehen uns heute Abend, Chat. Seid eh schon wieder alle am Pennen. Kleinen Katzen. NPCs sind doch Hardcore-Appealer. Die haben gar kein Leben. Alles nur fürs Spiel. Nehmt euch nur ein Tinkepädchen. Aktivitätscheck hier. Richtige Bots, Alter. Was soll jemand denken, der neu in einem Stream ist und der sieht, gucken 900 irgendwas zu oder 1000 Leute und keiner schreibt was? Mein Ruf geht kaputt, nicht eurer. Tut weh, stich hier mein Herz, Alter. Pass lieber auf, dass du 19 Uhr nicht verpennst. Nein, nein. Gestern bin ich erst um 14 Uhr schlafen gegangen. Und hab rechtzeitig noch geschafft. Klassischer Kommentar. Ich schaff das schon. Bis heute Abend. Bye bye. Und lasst euch nicht anquatschen. Hauptsache Alessio geht's gut. Tschüss. Sag du, Blue, da mach ich aus. Bye bye. Bis nachher. Ich küsse eure Herzen. Danke für den Support. Morgens. Bye bye.